Kupfererz packen wir hier auch mal eben fix rein. So, da wollen wir mal gucken. Ich brauche ein logisches Basisrohr, brauche ich mal eben. Missing zwei Pflastersteine in die Transportrohre. Auch die sollst du haben, mein Freund. Was immer du willst. Die können wir eigentlich mal hier reinschmeißen. Die haben wir jetzt eigentlich genug gerade. Ja, immer noch. Request successful. Das ist doch herrlich. So möchte ich das wissen. Tü-tü-tü. Was macht er mir jetzt fertig? Ich fürchte, das sind die... Ja, nee, das sind die Eisernen und Gatter sogar. Ah, sehr schön. Den können wir erstmal einmal abschalten hier. Sonst verbrennt er uns hier noch weiter Stöcker ohne Ende. Und das wollen wir ja schließlich nicht. Samenkernöl haben wir schon mal. Tü-tü-tü. So, das logistische Rohr ist da. Das heißt, wir können jetzt die Kürbisernte oben in Betrieb nehmen. Tü-tü-tü-tü-tü. Nur erstmal wieder nach oben kommen. Das ist, ne? So. Hier brauche ich den... ihn hier. Genau, so muss das laufen. So und nicht anders. Jetzt muss ich hier nur noch die Energie verbrücken und schon fängt er an mit der Erntung hier. Wunderhübsch. Ja, das läuft schon mal. Unsere Kürbisse funktionieren. So, als nächstes müssen wir dann zusehen, dass wir hier noch ein paar mehr Ernte aufstellen. Ich brauche schließlich noch ein bisschen mehr an Material, was wir dann irgendwie zusammenkriegen müssen. Ich brauche noch dringend Baumwolle, muss ich hier noch züchten für die Rähmchen. Da müssen über Baumwolle kann man Fäden machen. Diese Fäden mit 8 Stäben rundherum, entweder imprägnierte oder die normalen, wären dann eben die imprägnierten Rähmchen oder die normalen Rähmchen, die wir später dann für die Bienenzucht brauchen. So, jetzt werde ich mal eben gucken, dass ich hier den Blödsinn so ein bisschen abgebaut kriege. Achso, ich wollte einmal gucken, ob jetzt hier die Samenkernölproduktion wieder anläuft. Jetzt müsste ich eigentlich wieder welche reinschmeißen, denke ich mal. 4 Kerne will er immer haben. Er hat hier jetzt keine drinne. Warum hat er keine drinne? Er hat weder Kürbisse noch Kürbiskerne jetzt hier gerade drin. Hat er die jetzt hier gerade reingeschmissen? Ne, immer noch nicht. Wo sind die Kürbisse hin? Hallo, Kürbisse? Ihr seid doch hier runtergekommen. Hallo? Hallo, was soll dem? Die Kürbisse kommen nicht. Die Kürbisse kommen nicht. Wo sind die Kürbisse hin? Wir hatten meine Kürbisse aufgefressen. Mal hier noch reingucken. Ich möchte hier gerne runter, danke. Komisch, wo die jetzt hingekommen sind, weiß ich jetzt gerade echt nicht. Eigentlich sollten die jetzt hier unten angekommen sein. Verbraucht haben kann er sie noch nicht. Hä? Hallo Kürbisse, wo seid ihr? Kürbiskerne kann er angeblich machen. Das ist schön. Kürbisse, Kürbiskernöl. Import von Kürbissen. Priorität minus 1. Eigentlich sollte das funktionieren. Wo hat er jetzt mal die Kürbisse? Boah, die Sau, meine Kürbisse. Die Kürbisse sind weg. Keiner verlässt den Saal. Ich habe doch gerade welche geerntet. Muss ich das jetzt verstehen? Sind die jetzt sonst wo gelandet? Ist Nirvana entschwunden? Die Kürbisse sind weg. Ihr habt sie eindeutig durch den Raum, durch den Dings verlassen sehen, oder? Das müsstet ihr eigentlich gesehen haben. Jetzt hier irgendwo drin? Nee. Hallo, Kürbisse? Da kommt noch einer. Ah, klar, da ist der Fehler.
Jetzt sehe ich das, wo die hin sind. Die sind nämlich hier drinne. Da sind die Kürbisse. Die haben sich das jetzt hier bequem gemacht, die Schweine. Das heißt, wir müssten mal alles, was hier drin ist, rausnehmen und in andere Kisten packen und dann diese Kiste hier erstmal wegreißen gleich. Das ist erstmal gerade ganz wichtig. Ist aber bestimmt noch Platz drin, jawohl. Oh, jetzt mein Handschuh. Ist jetzt mein Handschuh auch weg? Jetzt habe ich meinen Handschuh mal zur Abwechslung weggeschmissen, wie es gerade scheint. Da ist mein Handschuh. Große Truhe. So. Huch, so war das jetzt gerade nicht geplant. Scheiße. Muss ich das mal eben so machen hier? So, und jetzt kann er nämlich hier die Kürbisse nicht reinpacken, weil das sind gar keine Truhen und ja, jetzt passt das. Gut. Begeben wir uns mal nach unten, dann müssen wir uns gleich erstmal was einfallen lassen, dass wir ja hier gleich die Glasscheiben da noch hinsetzen. Das muss ich jetzt mal ganz dringend gerade haben. So, Kürbisse. Hinein ins Lager. Jetzt müsste er mir aber hinten welche hier reinschmeißen. Jawohl, da sind die ersten vier Kürbiskerne schon. Wunderschön. Die können wir jetzt eigentlich erstmal einlagern, bis wir das Zeug nachher brauchen. Und wir können zusehen, dass wir jetzt die Glasscheiben davon nochmal Glascover, nehmen wir uns nochmal jetzt zwei mit, machen dann oben jetzt gleich die Kürbisse wieder weg und setzen da vernünftig Glascover ran. Damit wir da keine Probleme mehr bekommen. Tü-tü-tü. Wenn man sowas hat, gleich reparieren, sonst beißt es einen irgendwann in den Arsch. Wie man gerade so schön bei mir gesehen hat. Da haut der Kürbis ab nach unten. Gleich mal wieder suchen, die blöde Sau. Da liegt er. So, haben wir das auch. Kürbisse sind in der Erntung. Wunderschön. Da muss er hin. Drei haben wir jetzt schon. Refresh. Fünf Stück haben wir da. Sehr schön. Das kann dann schon mal funktionieren. Jetzt kommen hier diese schicken Dinger hin und danach werden wir mal gucken, dass wir das hier dann hinkriegen. So, jetzt brauche ich dann erstmal die Chipsätze, die er mir immer noch nicht fertig gebraten hat. Ich schalte diese mal aus, damit er mir diese erstmal nur macht. Da brauche ich erstmal ein paar von. So, jetzt brauche ich ein Flüssigkeitsversorgungsrohr und das werden wir dann hier unterbasteln. Das kommt jetzt als nächstes. Gut, da brauchen wir einen Eimer für, das ist nicht so das Problem. Lapis Lazuli brauchen wir und ein logistisches Basisrohr. Haben wir noch Eimer? Wir haben keine Eimer. Dann holen wir uns mal ein bisschen Eisen. Und zwar genau drei Stücke. Und dann sehen wir mal zu. Auch eigentlich kann ich ja auch nochmal 12 mehr holen. Dann kann ich mir jetzt nämlich erstmal ein paar Eimer fertig machen. Dann haben wir nämlich erstmal welche auf Halde. Machen wir das mal so. Und dann brauche ich jetzt. Wo haben wir das Rezept? Da haben wir es. Das war das Flüssigkeitsversorgungsrohr. Das war das Flüssigkeitscontainerversorgungsrohr. Das heißt, können wir gar nicht machen, weil wir gar keinen Goldbahn haben. Das ist ja doof. Aber einmal brauchen wir nachher sowieso, dann ist das auch alles kein Problem. So, was haben wir jetzt hier noch, was gerade
was gerade weg kann. Haben wir überhaupt noch Platz hier großartig hier drinnen? Da haben wir noch ein bisschen was. Hier, Diamanten könnten wir vielleicht nochmal was draus machen, damit wir ein bisschen mehr Platz bekommen. Was können wir noch machen? Können wir noch irgendwas raussortieren, großartig? Ich denke mal, wir werden das Holz, was wir haben, hier jetzt nach und nach auch nochmal rauspacken müssen, damit wir hier noch ein paar Fässchen hinbekommen. Die werden wir jetzt hier weiter drüben hinziehen. Und was ist das hier? Mache ich mal eben hier raus. Das möchte ich nämlich jetzt hier drüben drin haben. Ach, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Wenn wir das nämlich so machen. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass hier jetzt nicht noch irgendwo was drumrum explodiert hier. Nee, okay. So, dann brauche ich nachher noch ein Anbieterrohr. Das können wir jetzt auch erstmal gerade nicht machen. Können wir irgendwas hier groß raussortieren? Wir können wahrscheinlich Erde und Kies können wir gleich erstmal raussortieren hier. Dass wir die noch rausziehen. Jawohl, das werden wir jetzt auch erstmal machen. Das heißt, ich werde noch ein paar Fässchen bauen müssen. Eichenholzfass. Machen wir das mal so. Eine Eichenholzstufe brauche. Gib mir mal bitte 10 Eichenholzbretter. Missing 9 Eichenholzbretter. Das wird ja mal toller hier. Ich glaube, wir müssen noch mal zusehen, dass wir hier hinten unsere Produktion, die automatische, noch mal ein bisschen erweitern. Was ist hier noch drin? Achso, das ist die Baumwolle. Das heißt, wir werden jetzt hier hinten noch mal ein bisschen hingehen und hier noch ein paar automatische Crafting Tables hinbauen müssen, damit wir überhaupt hier Platz. Da haben wir schon wieder Kupfer. Wollen wir erst mal gucken, dass wir jetzt hier ordentlich was hinkriegen. Dann müssen wir langsam mal wieder auf Goldtour gehen. Beziehungsweise können wir auch Glück haben, dass beim Malen dieses Kupfers eben auch noch mit Gold mit rüberkommt. Das müssen wir dann mal sehen, ob das was funktioniert hier. So, dann immer weiter. So, ab und zu noch mal ein Licht setzen hier irgendwo. Das setzen wir erstmal an die Wand, denke ich mal, ja. Obwohl, wir können hier eigentlich. Machen wir das mal so. Dann könnt ihr nämlich hier hin. Wenn ich den jetzt hier abbaue, bleibt der. Ne, der bleibt nicht so. Das machen wir dann so. So, dann geht das jetzt hier hinten weiter. Immer noch ein Stück weiter. Ich denke mal, wenn wir hier noch zwei, drei nach hinten gehen, haben wir erstmal wieder genug Platz. Also bis da werde ich jetzt erstmal gehen. Das sollte erstmal lang. Dann muss ich jetzt gleich noch ein paar Werkrohre fertig machen. Und ein paar der Crafting Tables. Und dann kommen wir uns hier gleich noch einiges an Gedönsen automatisch craftifizieren lassen, könnte man jetzt fast sagen. So, das reiße ich auch noch eben raus. Das tritt uns nämlich auch irgendwann in den Arsch hier. So, da mache ich jetzt dicht. Diesen ganzen bunten Kram da oben, den lasse ich jetzt erstmal drinne. Der verstopft mir nur irgendwann mein Lagersystem. Momentan kann ich da nämlich noch nicht viel mit anfangen. So, die Saat können wir hier auch erstmal einmal einlagern. So, und hier haben wir noch ein bisschen Kupfererz. Gika Kupfererz. Vielleicht kommt ja Gold mit bei rum. Gucken wir mal eben. Nein, das ist schon mal kein Gold. Ich glaube, die Chance ist irgendwie über 10% oder so. Also viel ist es nicht, was bei Kupfer damit rumkommt. Aber naja, wenn man es umsonst mitkriegen kann, da ist keins bei. Schade, hier kommt gerade kein Kupfer, kein Gold bei rum. Manchmal hat man das Glück. Gucken wir mal, was hier jetzt. Nö, da ist auch nichts. Der brennt auch nichts fertig. Schade, kommt nichts bei mit rum hier. Manchmal hat man Glück. Naja. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt hier die Werkbänke, ne, die Werkrohre,